Hi, hier ist Alexander. Sehr cool, dass du da bist. Und ich habe heute einen sehr besonderen Gast, nämlich Jill Hagen. Hallo. Hi Jill. Wer Jill noch nicht kennt, Jill ist wohl die coolste Personal Trainerin, Fitnesstrainerin da draußen. Sie macht seit Jahren Personal Training und hat ein enormes Wissen über Fitness und Ernährung. Also ist eine meiner Mentoren in Sachen Fitness auf jeden Fall. Habe schon sehr, sehr viel von ihr gelernt. Und man sieht dich gar nicht so wirklich im Bild, sehe ich gerade so. Also ich habe sehr, sehr viel von ihr gelernt und jetzt hat sie natürlich vor ein paar Monaten angefangen, oder vor ein paar Wochen sollte ich eher sagen, ihren eigenen YouTube-Channel zu starten. Genau, mit jede Menge Fitnessrezepten, Tipps und Tricks und Motivation. Mhm. Und da du ja weißt, ich bin auch jemand, der sehr, sehr viel Sport macht, habe ich eine sehr interessante Frage an Jill. Und zwar, wir wollen natürlich alle mehr aus unserem Tag rausholen, produktiver sein. Und wie schafft man es, wenn man wenig Zeit hat, trotzdem jeden Tag trainieren zu gehen? Ich mache es immer so, ich habe halt überhaupt kein Problem damit, früh aufzustehen. Ich stehe halt dann echt um 5 auf und gehe um 6 zum Training. Ich habe zum Beispiel, mein normales Fitnessstudio ist Fitness First, es macht erst um 7 auf. Das heißt, ich stehe um 5 auf, esse eine Banane und gehe dann erstmal eine Runde laufen. Dann frühstücke ich vernünftig und dann geht es halt um 7 zum Training. Eine Stunde und dann fängt die Uni auch schon an. Also es ist machbar. Ich stehe einfach extrem früh auf. Viele, du wahrscheinlich eher morgens oder abends, ne? Abends bist du, ne? Ich bin voll der Abendstrainer. Ich trainiere meistens abends, ja. Da lohnt sich dann halt eher so ein McFit, das 24 Stunden auffahrt und dann haust du dir halt echt spät abends noch irgendwie nach der Arbeit das Training rein. Was muss, das muss. Und das Wichtigste dabei ist halt, dass du die Routine reinkriegst. Das sind natürlich Uhrzeiten, die du nicht gewohnt bist. Das heißt, du sagst, man sagt, 66 Mal muss man etwas machen, dann hat man die Routine drin und macht es aus dem Affekt. Affekt oder Effekt? Affekt. Affekt. Richtig. Man macht es aus dem Affekt. Das heißt, du nimmst dir vor, 3 Monate jeden Abend, okay, 3-mal die Woche, abends nach der Arbeit zum Training und irgendwann hast du es so drin. Am Anfang ist es echt noch hart, aber du hast so schnell die positiven Effekte, dass du denkst, geil, Da kannst du auf meinen Channel fast übernehmen. Genau das sage ich auch, mach daraus eine Routine. Genau, das sagt Julia gerade auch. Mach aus deinem Sport-Habit eine Routine. Mach, dass du es jeden Tag zur gleichen Uhrzeit machst, die gleichen Dinge. Und es gibt immer einen Weg. Also was du ja gerade ansprichst, wirklich, wenn man es will, ist ja irgendwie auch ein Weg, dann halt eine Stunde früher aufstehen, wenn man es wirklich will. Genau. Und das geht, ganz ehrlich. Wie oft hängt man abends noch eine Stunde vorm Internet und surft nutzlos durchs Internet? Ich muss mal die Hand wechseln. Whoops. Ja. Ist echt ungewohnt, mit so einer Kamera zu filmen, aber es ist cool, es ist echt eine jetzt coole Kamera. Neu, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Und wo war ich stehen geblieben? Genau, dann lieber abends eine Stunde früher ins Bett gehen und dafür morgens eine Stunde früher aufstehen. Wenn man es will, schafft man das auch. Oder? Oder abends einfach die Primetime canceln oder aufnehmen und dann zum Training gehen und einfach nach dem Training als Belohnung gucken. Ja. Gute Idee, ne? Das ist eine mega gute Idee. Respekt. Sehr cool. Und was ich natürlich mache, ich mache das Ganze natürlich abends. Und für diejenigen unter euch, die jetzt sagen, ja, ich mache es auch lieber abends, da habe ich Nummer 1, mach es auch zu einer Routine. Nimm dir eine feste Zeit, dass du meinetwegen sagst, okay, du holst den Fitnessstudio wie McFit oder ich bin auch bei einer anderen Fitnesskette, die bis 12 Uhr nachts aufhat. Das heißt, ich bin auch meistens erst gegen 10 Uhr im Fitnessstudio und bin um 11:30 da raus. Oder, was noch viel, viel einfacher ist, wenn du vielleicht nachmittags von der Uni kommst oder von der Arbeit, dann will man natürlich meistens erstmal nach Hause, sich auf die Couch setzen, was essen und eine Runde chillen. Mach das nicht, sondern nimm dir deine Sportsachen morgens direkt mit und nach der Uni oder nach der Arbeit, anstatt nach Hause zu gehen und man ist ein bisschen müde, will sich hinlegen. Stattdessen einfach machen, nicht nachdenken. Ja. Wirklich, man darf, wenn man anfängt zu überlegen, was könnte ich machen, dann entscheidest du dich immer für was anderes, außer für den Sport. Also nicht nachdenken, Sachen nehmen und einfach loslegen. Und was auch cool ist, du nimmst dir vor, einfach hinzugehen und nur ein ganz kleines Workout zu machen. Sagen wir mal 10 Minuten einfach nur auf dem Laufband, um dich gut zu fühlen. Und dann bist du eh schon im Fitnessstudio, läufst diese 10 Minuten, dann denkst du so, boah, wie geil. Und dann machst du eh mehr. Also bescheiß dich selber, indem du sagst, du machst nur ein kleines Workout und dann machst du ein fettes Workout. Ja. Ja. Ich finde es irgendwie cool, dass du gerade so voll viele Konzepte, die ich auf viele andere Lebensbereiche, auch auf dem Channel jetzt schon gesagt habe, einfach, dass du diese auch so automatisch aus dem Fitnessbereich genau darauf anwendest. Deswegen so, trickst deinen Kopf aus, machst du eine Routine, okay, dann steh halt eine Stunde früher auf. Das sind halt so, dass du irgendwelche Babyschritte machst, dass du eine Routine machst. Babyschritte. Dass du deinen Kopf austrickst damit. Mega cool. Also es sind viele Dinge, die ich auch anspreche. Und wir ergänzen uns, will er damit sagen. Mega.
Und was ich damit auch noch sagen will, ist, du kannst das Zeug auf jeden Lebensbereich anwenden. Und wie du siehst, intuitiv, Jill macht das so oder so. Jill ist eh die beste Personal Trainerin, von daher. Dankeschön! Also, fassen wir nochmal zusammen. Steh früher auf und wenn es nötig ist, dafür geh auch eine Stunde früher ins Bett. Ne? Ist halt nur mal so. Also finde deine Zeit entweder früher aufstehen oder halt spät abends. Genau. Da ist auch viel experimentieren. Ich habe zum Beispiel früher auch morgens trainiert, dann gemerkt, funktioniert nicht. Danach bin ich den halben Tag so komplett fried. Dann liege ich rum, weil ich keine Energie mehr habe. Okay. Bin ich auch irgendwann auf abends umgestiegen. Also probier es aus. Dann mach eine Routine draus. Und wenn du es morgens nicht schaffst, dann mach es am besten direkt nach der Arbeit, dass du die Sportsachen schon mitnimmst, zur Uni oder zur Arbeit und es wirklich nach der Arbeit direkt und ins Studio gehst. Nicht nachdenken. Ja, ganz wichtig. Trickst dich selber aus. Bescheiß dich selber. Ja. Sag, okay, ich fahre nur hin und gehe 10 Minuten aufs Laufband. Also sobald du einmal auf dem Laufband bist, ja, kann ich auch eine halbe Stunde laufen. Aber nur in der Hinsicht selber bescheißen, ne? Nicht hier Döner essen und dann sagen, morgen esse ich gesund. Das ist falsches Bescheißen. Ja. Was Jill sagen will, mach die Babyschritte. Ne? Ey, ich gehe nur 5 Minuten laufen. Und dann... Ey, ich esse noch einen kleinen Döner. Ich sehe schon kommen mit so Kommentare so, ich habe einen Döner gegessen, es hat nicht funktioniert, ich habe nicht abgenommen. Ich habe gesagt, ein Babydöner. Okay, also, wenn du mehr sehen willst von Jill, dann schau mal in der Beschreibung, da habe ich ihren Kanal verlinkt. Sie hat mega coole Rezepte, mega coole Tipps über Fitness, Training, Ernährung. Ich habe echt viel von ihr gelernt. Und wenn du von mir mehr sehen willst, dann schaust du mal da, das letzte Video. Und unten in der Beschreibung kannst du auch abonnieren, mir auf Facebook folgen, dich bei einem Privatcoaching bewerben und. Und willst du noch irgendwas sagen? Ja, genau. Ich bin halt auf Online-Coaching umgestiegen. Das heißt, wenn du Fragen hast, schreib mich einfach an. Wir finden da bestimmt eine Lösung und ich freue mich auf dich. Awesome. Dann bis morgen. Ciao. Ciao.